Fiat 500S. Wir haben es versprochen. Und wahrgemacht. Und wahrgemacht. Tuning-Video und hinterher unser, na, nennen wir es mal, launigen Bericht. Ja, aber immer ehrlich, ganz wichtig. Ja. Wir hatten ja auch gesagt, okay, wir wollen uns mal ein bisschen kasteien. Von daher haben wir uns jetzt hier in die enge Büchse gesetzt und sagen, wir machen unseren Bericht mal nicht aus dem Büro oder aus der Werkstatt, sondern direkt aus dem Auto heraus. Ja. Und wir wollen auch noch versuchen, ein bisschen rumzufahren, was aber ein bisschen schwierig ist, weil... Freestyle mit der Kamera, ja, schlechte Straße. Ich habe hier nichts untergebracht, irgendwie mit Gimbal oder sonst was. Und wir haben gerade festgestellt, dass die Straßen in Deutschland mittlerweile so schlecht sind, dass es sehr schwer ist, das frei aus der Hand zu gestalten. Ja. Aber egal, sollen die Zuschauer ruhig die Wahrheit sehen, wie es wackelt. Richtig, ja. Gut, kommen wir hier mal zu unserem Testkandidaten. Fiat 500S, Baujahr 2017. Ich halte jetzt hier gerade mal Richtung Tacho. Wir haben 2634 Testkilometer zurückgelegt mit dem Fahrzeug. Und wir haben die Feststellung getroffen, dass Tuning bei dem Auto eine wirklich sehr hilfreiche Sache ist. Hm. Als ich die ersten Race-Logic-Daten gesehen habe, dachte ich eigentlich, da ist was kaputt. Ja. Weil bei 0 auf 160 irgendwie 14 oder 15 Sekunden. Das war schon deutlich. Unterschied, ne? Zwischen, ja, Tuning und Serie. Da dachte ich, kann das sein? Aber es ist auch tatsächlich, das Auto mit Tuning ist so eine Verwandlung. Ja. Wir haben hier aktuell neben dem Tuning auch noch unsere Gaspedalelektronik drin, alles mit der App-Steuerung. Und wenn man sich dann mal den Spaß macht und da auf Serie zurückschaltet, ja, man will es nicht, ja, glauben, was das für ein Unterschied ist. Also, obwohl jetzt ja die Mehrleistungsdaten, wenn wir uns die Leistungsmessung angucken, ja, relativ normal sind, sage ich mal, und hört nicht sehr jetzt, spektakulär. Genau, hört sich erstmal nicht viel an. Also, aber im Endeffekt beim Fahren ist es schon sehr, sehr, sehr deutlich. Ja. Ja, also klar, es ist ein kleiner Motor, 2 Zylinder, 0,9 Liter. Und da sollte man, sag ich mal, an Mehrleistung natürlich jetzt nicht wie von 2 Liter oder 3 Liter Motoren ausgehen. Aber der Vorher-Nachher-Effekt ist mal mindestens genauso gut, wenn nicht sogar besser bei so einem kleinen Auto. Ja, also gerade, wenn du jetzt die Mehr-PS siehst, würdest du nie glauben, dass das so einen Unterschied ausmacht. Ja, ja. Das Auto geht wirklich höllenmäßig vorwärts und ich muss sagen, leider muss ich auch im Zusammenhang mit dem Test hier von diesem Fahrzeug eine meiner Standardaussagen revidieren. Ich sage ja eigentlich immer, es macht heute keinen Sinn mehr, ein Schaltgetriebe zu kaufen, mhm, weil die Automatik oder die DSG-Autos so viel schneller sind in der Beschleunigung, wie wir das in unseren Tests immer feststellen, und weil der Fahrer eigentlich nicht in der Lage ist, bei einem Schaltauto adäquat zu liefern. Richtig. Hier ist es tatsächlich so, dieses Automatikgetriebe, das nun, glaube, ja, ich, auch irgendwie 3000 Euro Aufpreis kostet. Wahnsinn, ne? Das ist wirklich Schund. Also in meiner ewigen Bestenliste der schlechtesten Getriebe rangiert es auf Platz 1 zusammen mit dem Smart der ersten Generation. Das Getriebe ist sowas von zäh und träge und macht solche riesigen Schaltpausen. Das dauert gefühlt 5 Sekunden, bis der Gang wechselt. Ja. Und es ist auch noch so, im Prinzip kannst du noch schneller den Gang wechseln, wenn du während des Schaltvorgangs vom Gas gehst. Wenn du drauf bleibst, dann kriegt das irgendwie, ja, gar nicht gebacken. Dann nimmt so viel weg, dass dann, ja, egal wie man es macht, es ist auf jeden Fall sehr langsam. Und, ja, mit einem Schaltgetriebe wären wir in den Beschleunigungswerten deutlich besser. Also gerade so von 0 auf 100. Und auch in dem Manuell- oder Sportmodus muss man sagen, das funktioniert da auch nicht besser. Nee. Und das Kuriose ist auch, der schaltet eigentlich auch weit vorm roten Bereich. Und man denkt eigentlich, oh, jetzt ist noch richtig Luft. Ja. Und dann will die Karre unbedingt schalten, ne? Also das ist tatsächlich eine der ganz großen Schwächen. Also letzten Endes hätte das Auto hier noch ein Schaltgetriebe, wird er echt noch um Welten besser gehen. Ja, wenn man es selber in der Hand hat. Ja, absolut, ne? Absolut. Ja, ja, ja. Aber das schmälert eigentlich nicht unseren Eindruck, dass das Auto ein Tuning gut vertragen kann und dass das Auto sich mit Tuning deutlich besser fährt. Weil ich sag mal, gerade mit der Automatik verliert er schon richtig an Beschleunigung gegen den Schaltwagen. Ja. Und da kann er eigentlich die ganzen Hilfen mit Gaspedal und auch mit Tuning wirklich gut gebrauchen. Ja, ja. Ja. Ja, zum Auto selber, ich hatte es, glaube ich, zu Anfang schon gesagt, ist ein 2017er Fiat 500S, hat so das ein oder andere an Extras und hat tatsächlich einen Listenneupreis gehabt von 19.000 Euro. Schon sportlich, ne? Ja, das ist für so ein kleines Auto auch schon eine Stange Geld.
Und da denke ich dann auch bei der Preisklasse, zumal wir uns das Auto auch noch gekauft haben, also ist nichts Geliehenes oder Ausgeliehenes, bei der Preisklasse dürfte man schon ein bisschen mehr erwarten. Also meine zwei größten Negativpunkte bei dem Auto sind, wie gesagt, das Getriebe. Und in zweiter Hinsicht, was mir auch gar nicht gefällt, ist die Qualität von dem Lack. Also egal, was damit in Berührung kommt, ob Lappen oder Waschanlage oder was auch immer, alles hinterlässt Kratzer. Und das finde ich eigentlich nicht akzeptabel. Sobald man den Lack berührt, ja, hat man schon verloren. Ne? Und was mich also auch schon bei der Auslieferung echt gestört hat, ich bin sowieso verwundert, da wir ja relativ häufig Autos kaufen. Wenn du Neuwagen kaufst, in welchem Putz- oder Sauberkeitszustand du die Autos übergeben kriegst, da kannst du erstmal die große Putzaktion machen. Ja. Das ist wirklich unfassbar. Und was mich hier echt total genervt hat, dass die im Autohaus offensichtlich beim Auspacken mit groben Mitteln dran gegangen sind. Das heißt, als man die Folierung des Fußbodens entfernt hat, hat man das mit dem Cuttermesser gemacht und hat bei der Gelegenheit auch gleich noch den Fußboden zersäbelt. Ja. Also war wahrscheinlich ein Odeweller Bauer, sag ich mal. Ja, genau, ja. Oder zwei kleine Italiener. Aber oder beides. Ja. Oder beides, ja. Ich würde sagen, du setzt jetzt das Gefährt mal in Gang, während wir hier noch so ein bisschen philosophieren. Ja. Und wir müssen jetzt hier erstmal aus dem Feldweg raus. Und das wird jetzt wackeln. Ah, ja. Wie soll ich das stabilisieren mit der Hand? Ja, wir versuchen es möglichst sanft zu machen und auch jetzt das Getriebe. Ich gebe jetzt mal nicht Vollgas, ja, dass es eher einigermaßen erträglich ist, wie er schaltet. Ja, also das, so mag das alles noch einigermaßen in Ordnung sein, aber sobald man voll durchtritt, dauert es tatsächlich. Und selbst hier auf ewig. Der Bundesstraße haben wir mittlerweile so viele Löcher. Ja. Dass die ganze Kacke am Wackeln ist. Ich hoffe, es wackelt nicht alles zu sehr. Deutschland, deine Straßen, doch, es wackelt zu sehr, aber ja. Naja, gut, was soll man machen, ne? Wir müssen ja das Geld in anderweitig irgendwo verblasen, ne? Ja. Thema, du weißt. Ja, ich weiß. Und du weißt. Ich glaube, alle wissen es, ja. Naja. Ja, gut, also ich will jetzt gar nicht so viel Kritik üben an dem Auto, weil ja, man haut sich da ja nur selber in die Fresse, auf Deutsch gesagt, wenn man es kauft und dann hinterher sagt, ach und das und das und das und das. Aber ich glaube, wir haben schon die Erfahrung mit so vielen Testfahrzeugen, dass wir da ein bisschen ein Urteil treffen können. Und Verarbeitungsqualität, Hochwertigkeit der Materialien, das sind alles schon Minuspunkte, die man bei so einem Auto in Kauf nehmen muss. Und es sieht deutlich schicker aus, als es dann in der Realität tatsächlich alles ist. Aber ja, trotz allem eine ganz sportliche Kiste, wenn man bedenkt, dass wir hier von 0,9 reden. Ja. Und zwei Zylindern. Zwei Zylindern. Und ich glaube, ganz deutlich eins von den Autos, wo man sagen kann, Tuning ist in jedem Fall Pflicht. Hilfreich, um nicht zu sagen Pflicht. Ja, ja. Auch so, was jetzt die Geschichten sind wie Fahrwerk und Bremse, kann man eigentlich nichts Negatives finden. Die Bremse ist stabil und zuverlässig und das Fahrwerk ist wirklich gut ausgelegt. Also selbst wenn man sich, was man natürlich nicht machen sollte, auf irgendwelchen Landstraßen mit 160 km/h in die Kurve legt. Wer macht denn sowas? Ja, außer uns wahrscheinlich niemand. Ist es trotz allem noch wirklich sehr berechenbar, was das Auto macht. Und ich meine, obwohl er so kurz und so hoch ist, kann ich da jetzt so gar keine eklatanten Schwächen entdecken. Schade, wäre mal interessant gewesen, wenn man noch mal die Möglichkeit gehabt hätte, die gleiche Karre mit Schalter zu testen. Aber allein für die Performance. Ich glaube, jetzt nochmal 19.000 Euro auszugeben, um dann zu sagen, mit Schalter ist es besser, ist die Sache vielleicht auch nicht wert. Ja. Sag mal noch ein bisschen was. Ja, also wie gesagt, an sich Fiat 500 ein schönes Auto. Also eines von den vielen Retro-Autos, die ja immer mehr im Kommen sind auch. Ne? Und ich denke, eines der auch beliebtesten, weil klein, kompakt, ne? Sieht
ja, wie soll man sagen, süß aus, ja, ohne jetzt schwul zu wirken oder so, ne? Aber es, no ist, homo. Schon, es ist schon, es ist schon ein Auto, das die Leute, die gucken, ja, und die finden das auch schön, ja, schön klein, kompakt, gerade die Frauen, die finden es niedlich und ich sag mal so, für die Stadt ist es natürlich perfekt, ja. Also wie gesagt, bis auf das Automatikgetriebe, das man nicht empfehlen kann, muss es schon auch der ein Turbomotor sein, ja. Also die Sauger oder so, die hatten wir jetzt auch schon, sag ich mal so, als Leihwagen oder so mal gehabt oder auch schon gefahren, auch mit Schaltgetriebe. Das ist alles nix, ja. Also so ein 1,2er Sauglursch, der zieht wirklich überhaupt nicht vom, da geht gar nichts, ja. Also man braucht schon ein bisschen Drehmoment, ja, und das hat der 09er auf jeden Fall. Gerade mit Tuning, da führt eigentlich kein Weg dran vorbei. Ja. Das ist so die Großzügigkeit der Fiat- und Jeep-Autohäuser, dass wenn du ein Cherokee SRT zu irgendwelchen Service- oder Reklamationsarbeiten in die Werkstatt bringst, dann, kriegt man so dann kleine kriegst du Autos. So ein Fiat 500 mit Saugmotor. Ja. Als Werkstattwagen. Damit es auch gar keinen Spaß macht. Ne? Ja, genau. Das wird dann, der Werkstattaufenthalt wird dann noch schlimmer, als er eh schon ist. Ja, oh. Jetzt wirst du dir es mit der Fraktion auch noch, es bleiben nicht mehr viele. Ja, guck, ja. Wir haben Opel schon so verärgert, wenn wir jetzt noch die Fiat-Fahrer verlieren, dann weiß ich gar nicht, was wir noch irgendwie jemals testen sollten. Schwierig, ne? Ja. Schwierig. Aber ja, wie gesagt, auch wie du schon sagst, mit Bremse, Fahrwerk, das ist alles zeitgemäß. Ne? Das ist jetzt nichts, wo man sagt, ach, so hat sich ein Auto vor 20 Jahren, war vielleicht in Ordnung gewesen, sondern es funktioniert eigentlich alles. Ja? Gut, Materialanmutungen, die Italiener, die nimmt es halt auch nicht so genau. Das muss man mögen, aber genau. Ich sag mal so, es ist ja bei den Sportwagen nicht anders. Ja? Ja. Und trotzdem sind die äußerst beliebt. So also sieht's aus. Ich möchte jetzt auch nicht meine alte Geschichte von 1990 oder wann das war, anfangen, wo ich mir mal den Spaß gemacht habe, einen neuen Testarossa zu kaufen. Da hätte ich also ähnliche Kritikpunkte gefunden, nur dass der ähnliche. Doch noch eine ganze Ecke teurer war wie die Kiste hier. Thema Rost auch und sowas. Ne? Ja, ja, ja. Ja gut, das haben wir hier bis jetzt noch nicht, aber ich glaube, dass das wahrscheinlich doch auch überwunden ist bei den Herstellern heutzutage. Ja. Also, wenn das immer noch ein Thema wäre, ist natürlich nie auszuschließen, gerade bei der Lackqualität, wenn da mal was abplatzt, dass es dann weiter rostet. Also da muss man schon beobachten im Endeffekt. Weil du sagst abplatzt, da hätte ich jetzt fast noch was zum Grand Cherokee sagen können. Erinnere dich mal an die Werkstatt, als wir da Reklamationen hatten, als sich ganze Lackflächen im Innenraum auf der Innenseite der Haube gelöst haben. Mhm. Und dann wurde uns zunächst vom Service gesagt, das ist ja keine Sichtfläche, von daher greift da auch nicht die Lackgarantie. Ne? Richtig, und so war es dann im Endeffekt auch. Ne? Ja, um Ausreden nicht verlegen, die Vögel, muss man mal so sagen. Ja. Aber kommen wir mal wieder zurück zu unserem Tuning. Wir haben ja schon im Verlauf des Videos die ganzen Beschleunigungsdaten und so weiter gezeigt. Ich meine, auch was jetzt den Durchzug angeht, sind da echte Steigerungen drin in relativ hohen Gängen, was halt, wie gesagt, tatsächlich daherkommt, dass bei so eher von Hause aus schwächlichen Autos der Vorher-Nachher-Unterschied dann doch deftig ausfällt. Gerade oben raus. Wobei, andererseits muss man sagen, wir sind jetzt hier in der PS-Kategorie. Als ich mir irgendwie 1977 oder 78 den Golf, oder beziehungsweise als ich mir Anfang der 80er einen 77er oder 78er Golf 1 GTI gekauft habe, habe ich gedacht, ey, 110 PS, Killer, ja. Und da sind wir, Mercedes-Panne. Hat man jetzt nicht sehen können. Auch schlecht. Ja, also von daher ist das hier durchaus schon Jammern auf hohem Niveau. Wenn man bedenkt, dass so Autos auch mit der Hälfte an der Leistung von dem hier rumfahren. Gibt es immer noch? Ja. Ja. Und zunehmend auch wieder immer mehr, weil die Leute ja irgendwie nicht mehr so wirklich auf Vorankommen stehen. Ja. Aber hier ist, sag ich mal, Thema Downsizing durch den Turbomotor natürlich. Also kein Vergleich zu dem Saugmotor. Wenn der jetzt vergleichbare Leistung hat oder hätte, da wird man auch mehr Sprit verbrauchen, sage ich mal, weil einfach das Drehmoment fehlt. Den muss man immer treten und hier hat man zumindest so einen gewissen Drehmomentteppich. Und also wie gesagt, mit Tuning ist das... Ein Drehmomentteppich? Ja. Man merkt halt direkt, okay,
jetzt kommt der Turbo und jetzt geht's vorwärts. Und dann spürt man auch mal ein bisschen was. Und bei so ganz kleinen Saugmotoren, da tritt man voll durch und denkt, okay, wo kommt jetzt die Leistung? Kommt nichts. Ja. Mhm. Und gerade hier mit dem Tuning ist es schon deutlich, deutlich besser. Ja. Tja, liebe Zuseher, wir stellen also fest, wenn du einen Fiat 500S hast, brauchst du in jedem Fall auch ein Tuning. Und wir sind ja gerne bereit zu liefern. Ja, natürlich. Wir müssen es jetzt voll rumreißen. Das ist jetzt quasi fast schon eine Dauerwerbesendung, weil wir ja statt kauf das nicht jetzt immer sagen müssen, kauf das. Ja, also kauf das. Ja. Dann sind wir eigentlich auch fast schon durch für heute, oder? Würde ich auch sagen, ja. Bliebe jetzt eigentlich nur noch die Frage, was sollten wir denn als nächstes mal testen? Irgendwas Sportlicheres, würde ich mal sagen. Noch ja. sportlicher? Noch sportlicher, ja. Mit ein bisschen mehr Leistung, mehr Zylinder vielleicht. Okay. Weiß ich nicht, was fällt mir da so ein? Kia Stinger? Kia Stinger. Verbindet man jetzt nicht unbedingt die Marke Kia jetzt mit Sportautos, aber ja. die haben da wohl was rausgebracht, was ganz ordentlich gehen soll. Ja, ja. Und ich denke, das wäre was für uns, oder? Wollen wir mal einen Kia Stinger testen? Ja, ja. Ja, ich glaube, da gibt es ja noch gar nicht so viele Anbieter, die ein Tuning dafür haben. Wird uns wahrscheinlich wieder nichts nutzen, dass wir da vorne dabei sind, aber ja, ja, ja. rein aus Interesse und um wieder ein Video zu machen. Und ich denke, es wird gut. Ja, ja, ich glaube, so viel kann man schon sagen. Das wird auch eins von den Autos werden, das auf Tuning gut anspricht. Wo man ja sagen muss, Kia an sich, die sprechen ja tatsächlich auch, die Motoren, die halten egal, schon was aus. Egal, ob Benziner ja. oder Diesel, das sind eigentlich alles sehr tuningaffine Fahrzeuge. Richtig, ja. Aber das machen wir dann wahrscheinlich im nächsten Video. Ihr werdet sehen. Und für heute fahren wir jetzt hier noch eine Runde mit unserem Fiat 500 und freuen uns über die Performance von der Karre. Genau. In diesem Sinne, bis zum nächsten Mal. Und sorry für die Wackler, aber war ein bisschen eng hier in der Karre. Tschüss. Tschüss.